Herzlich willkommen zu einem Grundkompetenzen-Video zu Windows 11. Jetzt geht es um Tastenkombinationen, mit denen man etwas ausschneiden, kopieren und einfügen kann. Ich habe hier ein Word-Dokument geöffnet. Ich markiere etwas mit der linken Maustaste. Wenn ich hier die rechte Maustaste verwende, öffnet sich das Kontextmenü und du weißt, ich kann hier kopieren, ausschneiden zum Beispiel verwenden. Jetzt zeige ich dir, wie das Ganze aber auch mit Tastenkombinationen geht. Ich markiere es mit der linken Maustaste wieder und drücke jetzt die Steuerungstaste X. Der Text verschwindet hier. Ich gehe jetzt hierher. Mache ein Leerzeichen und drücke jetzt Steuerungstaste V, damit wird der ausgeschnittene Text wieder eingefügt. Ich kann dementsprechend aber auch natürlich nicht nur etwas ausschneiden, ich markiere es jetzt hier wieder, sondern kann es auch kopieren. Das mache ich mit der Tastenkombination Steuerungstaste C. Ich habe das jetzt kopiert, der Text bleibt in dem Fall hier stehen, füge sie wieder ein mit Steuerungstaste V. Ich könnte es auch dann hier herum natürlich dann wieder einfügen. Das gleiche geht auch bei Dateien und bei Ordnern. Ich kann hier einzeln wieder etwas markieren, mache dann Steuerungstaste X, es wird hier leicht heller dargestellt, gehe in Probe hinein, in Ordner Probe hinein, gehe jetzt hier hinein, drücke Steuerungstaste V und die Datei wird hier eingefügt. Ich könnte aber auch hierher gehen, will mir diese Datei ausdrücken, ist in dem Fall die Steuerungstaste C. Die Datei wird jetzt nur kopiert, gehe wieder hinein, füge sie wieder ein mit Steuerungstaste V. Also siehst, das Ganze funktioniert hier mit Dateien, als auch hier mit Texten. Also Steuerungstaste C für das Kopieren, Steuerungstaste X für das Ausschneiden und Steuerungstaste V für das Einfügen. Das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.